Das ist die Probe vor dem großen Auftritt. Agata Jablonska ist voll konzentriert. Sie muss noch üben, wie sie am Ende des Laufsteges elegant wendet. Sie ist eingeladen, als Model aufzutreten für Polens bekannteste Modedesignerin und auf eine der wichtigsten Präsentationen der Saison. Das ist wichtig für mich, sagt sie. Zum ersten Mal bin ich auf einer Modenschau auf diesem Niveau in Polen. Und ich zittere noch ein bisschen bei diesem wunderschönen Kleid und bei der Verantwortung, die ich dafür habe. Aber ich denke schon, dass ich alle Erwartungen erfülle. Leicht war Agatas Weg in die Welt der Mode allerdings nicht. Und sie brauchte auch Hilfe und Unterstützung. Zu Hause in Breslau zum Beispiel bringt ihr Bruder sie jeden Morgen im Bus zur Arbeit. Doch ein Glücksfall wiederum ist die Firma, in der sie in der Personalabteilung arbeitet. Denn diese Firma stellt ganz gezielt auch Menschen mit Behinderungen ein. Die Arbeitskollegin sagt, alle fühlen wir uns hier als große Familie und mit Agata arbeiten alle gerne zusammen. Sie ist so offen und kontaktfreudig. Die Firma, ein Wachschutz- und Gebäudereinigungsunternehmen, hat 30.000 Mitarbeiter in ganz Polen und 6.000 davon sind Behinderte. Der Chef lobt die Loyalität gerade dieser Mitarbeiter. Sie stehen, sagt er, in guten und schlechten Zeiten zur Firma. Und gerade jetzt, wo wir in manchen Regionen kaum noch Arbeitskräfte finden können, ist das wichtig. So haben wir mit unseren Mitarbeitern durchaus einen Vorteil. Seit 2 Jahren sind sie zusammen, Agata und Piotr. Kennengelernt haben sie sich über das Internet. Und von ihrem lang gehegten Plan, Fotomodell zu werden, ist niemand mehr begeistert und überzeugt als Piotr. Sie ist die Beste. Ich weiß das, sagt er. Die anderen wissen das vielleicht noch nicht, aber die werden auch noch überzeugt, dass Agata das beste Model im Rollstuhl ist. Zumindest in Polen und in Europa, wer weiß, auf der ganzen Welt. Agata ist 25, sie hat eine Bank- und Finanzlehre gemacht und im Übrigen auch schon ein Studium abgeschlossen, und zwar im Fach Philosophie. Das Thema meiner Magisterarbeit war Individualität und gesellschaftliche Solidarität, also die Moraltheorie von Adam Smith. Adam Smith ist ja immer nur bekannt als Wirtschaftswissenschaftler, aber er war vor allem Moralphilosoph. Adam Smith und die Freude an der Mode sind offenbar kein Widerspruch. Und gerne geht Agata mit Piotr und der Freundin shoppen. Agata ist seit ihrem 12. Lebensjahr im Rollstuhl. Grund ist eine angeborene Muskelkrankheit, die nicht heilbar ist. Doch mit viel Sport ist es ihr inzwischen gelungen, den weiteren Verlauf der Krankheit zu stoppen. Bei einem Wettbewerb wurde sie einmal unter 5.000 Mitbewerberinnen als schönstes Gesicht Polens gekürt. Damals entschloss sie sich, Fotomodell zu werden, und der Rollstuhl sollte da kein Hindernis sein. Negative Reaktionen in der Branche, also bei den Agenturen, das war eigentlich nur so, dass manche mir die Fotos, die ich geschickt hatte, nicht zurückschickten. Und nie habe ich gerade herausgehört, wir wollen keine Model im Rollstuhl. Die Antworten waren immer recht diplomatisch und das hat mich auch nicht verletzt. Ihre Einstellung gefällt mir, sagt die Freundin. Denn ich kenne andere Behinderte, die sich einschließen, traurig sind und leiden, die wirklich nur vegetieren und nicht leben. Agata ist dagegen das Beispiel dafür, dass man nicht zu Hause sitzen muss, sondern rausgeht und das Leben genießt. Und dann ist es soweit. In der Hauptstadt, also in Warschau, die große Show von Polens Modekönigin Ewa Minge, die sich im Übrigen seit langem für Behinderte einsetzt. Das ist schon ein gewisser Aufwand, sagt sie, damit Agata auf den Laufsteg kommt. Ich sehe Agata aber vor allem als Fotomodell. Sie hat ja diesen Gesichtswettbewerb gewonnen und sollte in Zukunft vor allem ihr Gesicht zeigen. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht auch ihren Körper zeigen soll.
Es ist schön, dass Agatha sich ihren Traum erfüllt hat, sagt die Kollegin. Sie ist eine außergewöhnliche Person. Immer lächelt sie so schön. Ich fühle mich toll, sagt Agatha hinterher. Ich bin sehr glücklich. Die Zuschauer haben mich akzeptiert und ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal ist. Der Schlussauftritt, ob von starken Armen getragen oder im Rollstuhl, bei dieser Modenschau war Agatha im Mittelpunkt.